So, dann geht's weiter mit Rogue Legacy 2, Part 8. Letztes Mal noch reingejumpt mit dem Boxer, diesem ganz speziellen Dude Rino. Ich guck grad nochmal drüber, wie das heißt, was wir da gerade haben. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben Herzbube. Geist triumphiert über Materia. Minus 25% Leben. Aber ich kann nur ins Herz getroffen werden. Bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Wir werden... Gehen wir hin. Kerguelen-Plateau, würde ich sagen. Weiß zwar nicht, ob es uns möglich ist, diese Blümchen, die wir brauchen, mit einem Boxer zu kriegen. Ich glaube, dazu bräuchten wir eventuell wieder einen Bogenschützen, weil der so hoch springen kann. Das müssen wir aber noch herausfinden. Wie und was und wo und wer. Oh, ja schön, das mit ins Herz treffen funktioniert schon mal schön hier. Wahrscheinlich trifft einfach alles ins Herz. Wer weiß, wer weiß. Ja, da oben ist eins. Kommen wir da, so nicht? So kommen wir nicht da dran. Muss mich wahrscheinlich... Autsch. Ach, da drüben kann ich... Ah, ja. Da gucken wir mal. Einmal sind die schon respawned, eventuell. Oh je, oh je, oh je. So nicht, mein Freund. Ich werde schauen, dass ich diese Videos jetzt ein bisschen kürzer halte, weil ich habe, oder YouTube hat wahnsinnige Probleme mit den Uploads. Und es ist nicht leicht momentan, so ein 40-Minuten-Video zu uploaden, habe ich das Gefühl. Das zieht sich ärgerlich in die Länge immer. Oh Gott, ich lasse das jetzt mal gut sein hier. Ich werde das wahrscheinlich doch mit einem Bogenschützen angehen. So, hauen wir mal rein hier. Sehr schön, sehr schön. Machen wir das hier lieber mal ein bisschen... Jetzt wissen wir auf jeden Fall, an dieser Konstellation hier finden wir wohl... Eines dieser, weiß gar nicht, was Maiglöckchen oder was die da gelabert hat oder das Schild uns da erzählt hat. Ich glaube Maiglöckchen. Da finden wir dann wohl eins und das andere haben wir ja auch schon mal gefunden. Da wissen wir ja auch in etwa, wo das liegt oder beziehungsweise wie halt dieses Stück der Map aussieht, wo dieses Maiglöckchen, whatever, halt liegen tut. Bin ich so runtergefallen, dass mir das Ding direkt ins Herz rein ist. Sehr schön, sehr schön. Was macht ihr hier Schönes? Party? Ist hier Party? Habe ich hier Party gerochen? Machen wir mit. Das hat sich ja gelohnt. Naja gut, gab immerhin Gold. Einmal hier lang. Was haben wir hier? Ah ja. Weg mit dir, du Schuft. Hinfort, du Schuft. Was haben wir hier? Akiste. Die taken wir uns doch, da sage ich nicht nein. Du, hör mal auf hier, mein Gutester. Du, weg mit dir. So, so und so und so. Zack, zack, zack. Ui, was ist denn hier los? Ah ja. Ah ja, ich dachte schon. Geht denn jetzt ab? Jo. Ja, schön. Autsch, lass mich jetzt hier durch. Das läuft ja wieder wie geschmiert hier. Nicht schön. Boah. Wie gesagt, seht meine Videos hier als Educational Material, Aufklärungsmaterial. Ich mache die Fehler, ihr schaut es euch an, ihr macht diese Fehler nicht. Hoffe ich auf jeden Fall. Oh, das nehmen wir schon mal nicht mit. Glutkohle, wissen wir noch nicht. Take wir uns. Verursacht bei jedem sechsten Treffer 75% mehr Schaden. Zähler wird zurückgesetzt, wenn du Schaden erleidest. Okay, das klingt schon mal nicht so schlecht. Das, ja... Also besser wie diesen Selbstmord-Schrumpfkopf da, der uns
sofort zurückschickt. Der wäre ja ziemlich wacky Spaghetti. Genau hier. Dieser blaue Popel hat uns erzählt, dass wir diese zwei Maiglöckchen, es waren Maiglöckchen, dass wir diese zwei Maiglöckchen brauchen, um da durchzukommen. Die Frage ist, wie komme ich an diese Maiglöckchen? Weil... Oh Gott, hört mal auf jetzt hier, was ist denn los? Yeses. Diese unverwundbaren Popelviecher. Das wird jetzt auch ein Spaß hier. Das habe ich noch nie richtig geschafft. Ich weiß nicht. Ja, nice. Das war jetzt dann, so war es gleich mit dem Run hier, wenn ich so weitermache. Schön. Jetzt darf ich hier nochmal durch. Ächzen und krächzen und... Ja, ja, okay. 7 HP. Läuft. Das war's dann gleich hier. Wahrscheinlich wirklich. Oh, was geht hier ab? Hallo. Der namenlose Ritter wieder. Willkommen an den fernen Ufern, Reisender. Ich war schon lange nicht mehr hier. Trotz ihrer Geschichte hat man von hier aus eine wirklich schöne Aussicht. Schon mal versucht, Steine übers Wasser hüpfen zu lassen? Es ist so simpel, dass es irgendwie beruhigend wirkt. Ja, das fühle ich. Verstehe ich. Und da wiederholt er sich schon wieder, der Dude. Da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Nein. Der Teleporter. Ach ja. Das bringt uns nichts. Wir sind eh gleich raus. Ich dachte, dieser Run... Na klasse. Ich dachte, dieser Run würde mit dieser Fähigkeit besser laufen. Aber in dem Fall wohl nicht. Jetzt machen wir noch einen auf jeden Fall. Dann mache ich lieber... Mache ich lieber zwei oder drei Videos statt eins und lade die separat hoch. Das geht ein bisschen fixer. Was soll ich machen? Wenn YouTube mich momentan nicht mag, ich weiß nicht, geht es euch auch so? Geht es nur mir so? Oder ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Ein Supersprung. Du übertreibst mit dem Übertreiben. Endomorph. Keine Ahnung, kennen wir noch nicht. Klein, aber oho. Also ich bin winzig, das kennen wir schon. Das ist aber wahrscheinlich auf dem Assassinen gar nicht mal so dolle. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen die Valkyrie. Dann lernen wir auch noch dieses Endomorph. Da wissen wir für nächstes Mal Bescheid. Ja, stimmt, Gold, Gold, Gold. Gold haben wir ja ein bisschen was, ne? Da können wir ein bisschen was investieren. Aber wo? Wo stöcken wir unser Geld rein? Ich würde sagen, wir machen mal den Tresor mal eine Stufe hoch, weil je nachdem jetzt dann öfter mal Treffer schleudern dich kaum zurück. Das ist ja nicht schlecht. Das klingt interessant. Endomorph heißt also, der Rückstoß durch gegnerische Treffer ist nicht so hoch. Nice. Wo wir ja stehen geblieben. Ah, genau. Wir leveln den Tresor, weil ich davon ausgehe, dass wir jetzt des Öfteren mit höheren Goldbeträgen rausgehen werden. Und wenn ich nicht alles verschleudern kann, will ich es halt in diesen Tresor stecken. Das geht aber halt auch nur so lang, bis der voll ist. So. Nichtsdestotrotz. Gehen wir wieder zum Kerguelen-Plateau. Schauen wir mal. Bisschen Schlitz, Schlitz, Schlitz hier. Schöne paar Goldmünzle kassieren. Du gehst weg. Du gehst auch weg. Und du gehst auch weg. Hallo. Ja, okay, er geht weg. Oh no, was mache ich? Diese Schadenszahlen sehen schon wieder so merkwürdig aus gerade. Habe ich da irgendwas übersehen? Ach, das ist dann wohl der Histrioniker. Zahlen sind übertrieben jetzt. Oh mein Gott, ich habe es, weil wir es nicht aufgedeckt haben, vorhin nicht durchgelesen. Ja,
Das erklärt einiges. Die Zahlen sind wirklich mehr als nur ein bisschen übertrieben, ne? Also, das hatten wir ja schon mal, wo ich komplett verwirrt war und dachte, wieso bekomme ich da die ganze Zeit über 100 Schaden rein? Da wäre ich doch schon seit zwei Schlägen tot. Jetzt haben wir die Lösung für dieses Ding auch mal bemerkt. Gefunden haben wir es nicht, wir haben es ja nur bemerkt, weil, jo, wir hätten es letztes Mal schon gefunden, wenn wir nachgelesen hätten wahrscheinlich. Ha. Aber im Lesse bin ich ja Profi. Vor allem, wenn es darum geht, Spieleranweisungen oder sonst was zu lesen. Da war ich schon immer gut drin. Oder Handbücher von Spielen lesen. Da war ich auch schon immer gut drin. Nicht. Da ist noch ein verborgener Pfad. Oh Gott. Oh Gott. Ui. Und alles wieder zurück. Au. Ja, klasse. Ja, schön. Ja, noch schöner. Wieso komme ich da jetzt hin? Hallo? Menschenskinder. Konzentration, junger Mann. Oder alter Sack. Ja, jetzt haben wir, jetzt geht's aber los hier. Was ist denn jetzt los? Irgendwas stimmt nicht mit mir. So. Zwar nichts Neues, aber ich wollte es mal anmerken. So, Delay. Weiter geht's. Oh, langsam machen. Oh. Oh. Puh. Also goldtechnisch geht da schon einiges. Da geht schon gut was. Und genau deswegen dachte ich mir auch, ich steck mal ein bisschen Geld in den Tresor. Upsala. Das war ja sehr nice mal wieder von mir. Sehr schön. Geht gerade so weiter. Aber ich krieg man halt, glaube ich, echt nicht kaputt, ne? Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe es herausgefunden. Nach dem 50. Run habe ich es gecheckt. Man muss den auf den Kopf springen. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe. Ich hoffe sehr. Jesus Gott, okay, Konzentration. Oh je. Konzentration bitte. Ich hoffe sehr, dass ich das jetzt gecheckt habe, bevor ihr das checkt, weil dann kann ich behaupten, ja, das habt ihr bei mir gelernt. Davon gehe ich aber nicht aus. Ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich gerade der einzige Dummbatz bin in Rogue Legacy 2. Yes, ich bin echt der Dummbatz. So. Dieser Run ist wohl gleich wieder vorbei. Was soll ich jetzt hier machen? Au. Ach, guck an, da oben ist mein Glückling. Aber das holen wir jetzt nicht mehr, weil das wird hier wahrscheinlich eh nichts mehr. Wir gehen jetzt hier noch hoch und schauen uns noch ein bisschen nach Gold. Ein bisschen Gold um. Das ist ja auch wieder ein klasse Satz, den ich da sagen wollte. Wir schauen uns noch ein bisschen nach Gold um. Nach Goldum. Wir suchen nach Goldum. So. Raus mit dir. Attacke. Weil. Ich weiß nicht. Ja, wie im letzten Video schon erwähnt, ne? Also Valkyrie ist auch nicht so meine Klasse. Am liebsten spiele ich ja wirklich den Koch. Der hat es mir ja angetan. Aber der kommt halt irgendwie auch nicht mehr so oft um die Ecke. Und wenn, dann hat er nur die doofen Trades dabei, die keiner will. Die Dinger, die das Spiel halt noch komplizierter machen, wie es überhaupt sein müsste. Das war knapp. Aber. Autsch. Ja, nice. Stressig. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Ich verstehe es nicht. Jetzt, wo ich gelernt habe, wie man die Dudes los wird, sind die Dudes auf einmal ein bisschen einfacher geworden. Mensch. Habe ich mich komplett verlaufen jetzt hier? Naja, hoch und dann nach rechts. Ja. Hoch und nach rechts. So. Da müssen wir wohl jetzt wirklich wieder. Hier ist. Ich habe keinen Mana. Ich brauche Mana, bitte. Dankeschön. Vielen Dank, aber es reicht noch nicht. Ein Gegner noch irgendwo? Hallo? Wieso sind da überall so viele Maiglöckchen jetzt?
die überall finden wir plötzlich die Maiglöckchen. Ich dachte, da gibt es nur zwei. Jetzt finden wir schon das. Ich glaube, das ist das dritte, an dem wir vorbeikommen. Aber ich habe keine. Wir probieren es jetzt nochmal, aber ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Ich wüsste nicht wie. Nee, das geht glaube ich nicht. Letztes Mal war einfach rüberspringen, Bogenschütze, diese Efeu-Plattform und hoch. Und fertig. Das geht dieses Mal wohl nicht. Oder ich bin wieder zu doof. Wer weiß. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch irgendwo ein bisschen Mana. Ja, schön. Da haben wir es doch schon erledigt, das Mana. Jetzt machen wir da das Loch auf. Und Rinder. Was haben wir denn hier? Name aus Erinnerung. Nur Vater hat an mich geglaubt. Wäre er nicht gewesen, hätten mich meine Brüder schon vor Jahren geopfert. Keine Bauernhöfe, keine Mühlen, keine Jagd. Alles muss in seinem natürlichen Zustand bleiben. Wir kümmerten uns ums Land. Und das Land kümmerte sich um uns. Die Ernten wurden klein gehalten und der Wald blieb ungezähmt. Und dank meiner Weisheit und Mühen ist mein Garten erblüht. In diesem Land des Todes habe ich ein Füllhorn des Lebens geboren. Pflüge nicht das Land, denn es laugt die Erde aus. Pferche das Vieh nicht ein, damit sich die Krankheit nicht unter ihm verbreitet. Schneide nicht die jungen Zweige, denn ihr Wachstum bereichert das Land. Hüte den Wald, wie du deine eigenen Kinder hütest. Nimm nur, was gebraucht wird. Ernte nur das Tote oder Sterbende. Vernichte das Gift. Immer. Alright. Okay. Alright, okay. Okay, alright. Ja. Die gute Frau hat da wohl kleines Naturlexikon zusammengestellt. Jetzt wissen wir drüber Bescheid. Ich gehe mal davon aus, ich bin mir ziemlich sicher, weil diese, die heißt ja genau wie der Teleporter vom Bossraum, Nama oder so. Ich gehe davon aus, dass wir da wohl unseren nächsten Boss schon gefunden haben, aber ohne diese Maiglöckchen, da sind wir ja schon wieder, wir haben gerade drüber geredet. Ohne die Maiglöckchen kommen wir da wohl nicht rein. Beziehungsweise vielleicht bekommen wir durch die Maiglöckchen diese Ätherflügel, weil die werden da ja auch beschrieben. Oh Gott, was ist das denn? Ja, das ist ja nice. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nee, oder? Naja, egal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gehen wir mal hier rein. Ja, gehen wir hier rein. Bisschen was absnacken noch, bevor der Run zu Ende ist. Oh Gott, oh Gott. Was bist du denn für ein Klumpen? Was seid ihr denn für zwei Klumpen? Yeses. Yeses. Oh Gott. Konzentration, Konzentration. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, was tue ich denn? Was tut er denn? Was tut es? Menschenskinder. Ach. Ja. Immerhin, da hätten wir einen Koch. Ah, Angstanfälle. Ah. Du wurdest von einem Clown-Anthropie. 30% weniger Leben, aber du kannst dich per Sprungtritt vom Terrain abstoßen. Damit könnten wir eventuell an diese Maiglöckchen kommen. Ja, dann werden wir den wohl probieren, weil der Koch wäre jetzt auch nicht schlecht, aber ich möchte jetzt dieses Maiglöckchen-Zeug hinter mich bringen dann. So. Schauen wir mal, was nehmen wir hier noch mit. Was machen wir hier noch Schönes? Waffenvolltreffer. Wir könnten sparen. Oh mein Gott, wie wenig da fehlt. 54 Gold, um den Baden freizuschalten. Ärgerlich. Ja. Ah. Das könnten wir eigentlich auch mal lernen, aber das kostet fast 6000. Erschwingliche Gegenstände bei den Docks steht da. Was haben wir da erschwingliches?
Ach stimmt, da hat man ja noch eine andere Waffe, ne? Aber da geht die Stärke. Geht runter. Das machen wir erstmal nicht. Die Int. Also, ich habe den Mark ja freigeschalten, aber es kommt halt auch keiner mehr, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Gehen wir nochmal hier rein. Goldtransfer erhöht. Also der Tresor behält mehr von meinem Gold. Das werden wir machen. Schön. So. Dann würde ich sagen, wir gehen da wieder rein und der Run, das Video ist für heute beendet. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die bis hierhin durchgehalten haben. Mal gucken, ob wir es im nächsten Video schaffen werden, die Maiglöckchen zu sammeln, damit wir da ein bisschen vorankommen. Bin gespannt, ob es klappt oder nicht. Wird sich zeigen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Habt eine geile Zeit. Lasst ein Like da und ein Comment, wenn ihr Bock habt. Ne, über ein Abo freue ich mich natürlich auch, gar keine Frage, ne? Haut rein, man sieht sich im nächsten Video. Ciao, ciao.